Einen schönen guten Abend nochmal. Hier herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filmmuseums. Mein Name ist Nils Daniel Peiler, ich bin Filmwissenschaftler und ich kuratiere und präsentiere diese Reihe der Synchron-Specials hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Wir haben am letzten Samstag begonnen mit dem großen Auftakt zur Eröffnung, mit einem Überblicksvortrag unter dem Titel Nun mal schön die Fassung bewahren. Und heute haben wir unseren ersten regulären Termin mit Orson Welles' Citizen Kane. Sie haben gerade die Originalfassung des Films gesehen aus dem Jahr 1941 in einer Kopie, die eben von dem Lichtton-Negativ gemacht wurde, aber die hinsichtlich der Bildqualität doch nicht mehr sozusagen mit Startkopien vergleichbar ist, einen geringeren Silberanteil hat, flauer wirkte, nicht so schwarz, aber hier kam es uns eben auf den Ton an, deshalb war das hier die Entscheidung, dass wir diese Kopie gezeigt haben. Jetzt sehen wir gleich nochmal eine andere Kopie, eine später erstellte, die auch bildlich dann nochmal anders aussehen wird, das nur als technischer Hinweis. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind und sich auch auf dieses besondere Format einlassen, der Synchron-Specials, wo wir Ihnen eben hintereinander weg mit einem Begleitvortrag die Möglichkeit geben möchten, sowohl die Originalfassung eines Films als auch die deutsche Synchronfassung eines Films in einem Kinorahmen in besonderen Kopien erleben zu können, in werketreuer Aufführungspraxis. Mein Dank geht an der Stelle an die Kooperationspartner der Reihe, insbesondere eben auch an den BDÜ Hessen und hier stellvertretend an Christopher Köbel. Und ich begrüße an der Stelle auch ganz herzlich alle Mitglieder des BDÜ Hessen, die heute zu uns gekommen sind. Schön, dass Sie das mit möglich machen, diese Reihe. Außerdem danke ich Anja Söhns vom Kulturamt der Stadt Frankfurt. Auch ohne die Unterstützung des Kulturamts wäre diese Reihe so nicht möglich. Mein vorderster Dank geht natürlich dem Kino des Deutschen Filmmuseums, hier Natascha Gikas, Andreas Beilharz und Urs Spörri. Und Andreas Beilharz hat auch dafür gesorgt, dass wir heute eben diese 35mm Kopien, eben die Fassung kam aus Wien, die spätere, die wir jetzt gleich um 18 Uhr sehen, kommt hier aus dem hauseigenen Stand aus Wiesbaden, zeigen können. Wie sich das so für den Auftakt gehört, und da freue ich mich sehr drüber, haben wir auch ein Grußwort bekommen. Und weil das heute unsere erste reguläre Veranstaltung mit diesem Format ist und auf vielfachen Wunsch, zeige ich gerne nochmal die Videogrußbotschaft, die uns erreicht hat, aus der Branche heraus von den Mediapaten, dem Synchronstudio aus Berlin. Dieses Synchronatelier hat extra für den Auftakt unserer Reihe ein persönliches Videogrußwort erstellt, und ich bin mir sicher, wenn Sie auch einige der Synchronschauspieler, die Sie gleich hier sehen werden, nicht mit Namen oder Gesicht kennen, ihre Stimmen kennen sicherlich ganz viele von Ihnen, und daher ist jetzt erstmal die Bühne frei für das Videogrußwort der Mediapaten. Hallo Frankfurt, liebe Synchronfans. Mein Name ist Manfred Lehmann, ich bin die deutsche Stimme von Bruce Willis, Kurt Russell, Gérard Depardieu und Dolph Lundgren. Ich grüße euch hier aus den Studios der Mediapaten in Berlin. Viele Synchronlegenden saßen hier schon vor der Kamera. Jürgen Thormann, Christian Rohde, Regina Lemnitz, Norbert Langer, Karin Buchholz, Eckhard Dux und ich. Als Synchronschauspieler freue ich mich sehr, dass wir, die wir normalerweise im Dunkeln arbeiten, nun endlich einmal im Mittelpunkt einer eigenen Filmreihe stehen. Ab sofort gibt es an jedem zweiten Samstag eines Monats ein Synchronspezial zu besonderen Synchronfassungen im Kino des Deutschen Filmmuseums Frankfurt. Wir haben euch zur Einstimmung mal was zusammengeschnitten. Mats ab! Da stand vor mir eine Dame und ich habe mit einer anderen oder mit einem anderen gesprochen und gesagt, mein Gott, sollen wir uns jetzt noch, habe da ein paar Kommentare abgelassen, wie ich das an sich manchmal auch unpassend gern tue, und da drehte sich das junge Mädchen vor mir um und sagt, muss ich sie kennen? Ich sage, wieso? Sind Sie der Picard? Ich bin nicht der Picard, ich habe ihm nur meine Stimme geliehen. Ich bin, obwohl sie sehr wenig dreht, die deutsche Synchronstimme von Jodie Foster. Nö, ich wollte ja eigentlich Lehrerin werden.
Und das hat man dahin gelenkt, dass das dann einfach nicht ging, weil ich nach der 11. Klasse abging. Und ich habe dann später meinen Geschichts- und Erdkundelehrer, den ich übrigens nicht besonders leiden konnte, den hatte ich getroffen und hat er gesagt, ach Fräulein Jochmann, warum haben Sie nicht das Abitur gemacht? Das habe ich mich auch manchmal gefragt, aber so ist es ja auch ganz okay. Nur ich hätte gerne, also das war mal ein Wunschtraum von mir, auch eine meiner besten Freundinnen war Lehrerin. Das hätte ich, glaube ich, ganz gerne gemacht. Hat sehr viel mit Schauspielerei zu tun. Eieiei, an meine erste Rolle erinnere ich mich nicht. Ich weiß nur, dass die DDR-Synchronzeit eine ziemlich harte Zeit war, weil das ging nicht so locker zu, wie es jetzt im Atelier zugeht, sondern das Drehbuch war die Bibel, parteimäßig abgesegnet, also musste der Text so gesprochen werden, wie er abgesegnet war. Und da waren manchmal Zungenbrecher, wo man sagen würde, normalerweise spricht so kein Mensch. Also man würde das normalerweise ändern und ein bisschen flüssiger die Sprache machen, das war damals aber nicht möglich. Man musste sich immer original als Drehbuch halten, deswegen war das sehr nervend und anstrengend, aber erinnern an die erste Rolle kann ich mich nicht mehr. Das ist auch schon über 25 Jahre her. Ich habe angefangen, da wurden 80 Takes am Tag gemacht, heute werden 300 gemacht. Ne? Also so hat sich die Zeit eben geändert, wobei auch das System sich ja geändert hat. Früher waren es Filmschleifen, die eingelegt wurden und dann hatte man Zeit, während eine neue eingelegt wurde, sich den Text anzugucken, der dann auch entsprechend länger war. Das waren dann auch 8 Zeiler oder so. Ne? Während heute ist es ja oft nur ein einziger Satz, aber es geht eben zack, so wie der im Kasten ist, wumms, läuft der nächste Take. Einmal musste ich Paul Reiser, den ich synchronisiert habe, und Michael Douglas. Die haben beide in einem Film gespielt. Jetzt wussten sie nicht, soll er den Michael Douglas sprechen oder den Paul Reiser. Da war eine ganz lange Serie mit Paul Reiser. Das war lustig. Ich habe dann den Michael Douglas gesprochen, weil die Paul Reiser-Rolle war auch sehr schön. Aber da haben sie dann irgendeinen anderen genommen. Bei Fred Feuerstein war das ja so, dass Theo Branding den immer gesprochen hatte. Ne? Und der hatte das ja schon in der Stimme, dieses ganze Wilmer. Aber das musst du eben, du hast die ganze Zeit diesen Druck auf dem ganzen Körper, weil das immer auch so, Wilmer, jappadappadu. Und das muss ja alles immer gestützt sein. Ja? Ja, da bin ich wieder. Wenn ihr mehr von den Synchron-Heinis sehen wollt, und schaut mal auf dem YouTube-Kanal der Mediapaten vorbei. Da gibt's jede Woche ein neues Interview. Naja, und jetzt genug mit dem Gelaber. Vielen Dank an den Kurator Nils Daniel Peiler, an das Deutsche Filmmuseum Frankfurt und alle Unterstützer dieser Reihe. Film ab, ihr Schweinebacken! Soweit ein kurzer Videogruß aus Berlin von den Kollegen von den Mediapaten. Das Stichwort kam auch schon sozusagen hier. Jetzt haben wir eine ganz gedrehte Ansicht, das sollte nicht sein. So auch nicht. Jetzt steht die Präsentation Kopf. Also ich hatte das auch noch nicht, jetzt haben wir es wieder. Wunderbar. Sehr schön. Tut mir leid, keine Ahnung, was hier schiefgelaufen ist. Also die Sache, die ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, nämlich unsere Reihenplakate. Vielen Dank erstmal nochmal an die Kollegen der Mediapaten in Berlin für dieses nette Videogrußwort. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut. Der Hauptschauspieler, den Sie zu Beginn und zu Ende gesehen haben, nämlich Manfred Lehmann, der hat natürlich auch schon das wichtige, richtige Stichwort gegeben mit seiner Verabschiedung. Schweinebacke, yippie-yay, Schweinebacke, damit werden wir uns dann im April auseinandersetzen, nämlich mit der Synchronfassung von Stirb langsam, Die Hard. So, heute Abend aber Citizen Kane, das nur als Ausblick. Citizen Kane natürlich ein Überklassiker, ein kanonischer Film wie kaum ein anderer, wenn man dem amerikanischen Filminstitut traut, der beste amerikanische Film aller Zeiten auf Platz 1, eine vielleicht eher zweifelhafte, aber auch naheliegende Auszeichnung, Donald Trumps persönlicher Lieblingsfilm.
Und ja, ein Film, der natürlich Filmgeschichte geschrieben hat. Orson Welles, der Regisseur, war 25 Jahre alt, als er ihn gedreht hat und perfektionierte damit filmtechnische Möglichkeiten seiner Zeit, setzte neue Maßstäbe. Man denke an die elliptische Montage, ausdrucksstarke Bildkomposition, rasche Perspektivwechsel und vieles weitere mehr. Und es ist natürlich sehr viel über diesen Citizen Kane geschrieben worden, gesagt worden hinsichtlich der Bildsprache. Also ein für die frühen 1940er Jahre im Hollywood ganz revolutionärer Film, was die Tiefenschärfe angeht, den Einsatz von Weitwinkelobjektiven, Kamerafahrten, Plansequenzen, teilweise expressionistische Szenenbilder, Entschuldigung. Also diese Betonung des Visuellen natürlich, die bei der Kritik von Citizen Kane und auch in der filmwissenschaftlichen Analyse dominiert. Was wir heute machen wollen in diesem kurzen Vortrag im Übergang zwischen der Originalfassung und der Synchronfassung ist, dass wir uns mehr der Audiovisualität widmen, mit Betonung eben auf dem ersten Anteil. Also wir wollen eben gerade der Tonebene von Citizen Kane nachspüren und da lohnt eine Beschäftigung auch nicht minder als mit dem Bild. Wenn man sich mit den Jahreszahlen auseinandersetzt, Sie haben das vielleicht im Programmheft auch gelesen, Citizen Kane ist ursprünglich aus dem Jahr 1941, die deutsche Fassung aber aus dem Jahr 1962. Und diese Jahreszahlen, die sollten uns auch schon neugierig werden lassen. Das ist kein Einzelfall, dass wir es hier mit so einer späten Erstsynchronisation zu tun haben. Tatsächlich ist es so, dass gerade in dieser Zeit, also in den frühen 40er Jahren, Filme ja in der Regel nicht direkt vom US-Markt in Deutschland gezeigt wurden, sondern eben Ende der 30er Jahre und dann zu Beginn in der ersten Hälfte der 40er Jahre aufgrund der nationalsozialistischen Medienpolitik zunehmend weniger auf den deutschen Markt kommen, weniger US-Produktionen gezeigt werden und dann eben erst verspätet nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland starten können. Ich habe Ihnen drei populäre Beispiele mitgebracht. Wie gesagt, da reiht sich Citizen Kane auch ein. Es ist kein Einzelfall. Also man denke an späte Erstsynchronisationen, wo eben einige Jahre dazwischen liegen, die Filme erst verspätet in Deutschland starten. Casablanca natürlich so ein Musterbeispiel. 1942 in den USA gestartet, 10 Jahre später, 1952 dann in der Bundesrepublik und mit einer Erstsynchronfassung, darauf habe ich an der Stelle schon mehrfach hingewiesen, die eben ideologisch selbst zensiert wurde. Also das ist eine nazifreie Erstsynchronfassung. Bei Arsenic and Old Lace, also Frank Capras Film aus dem Jahr 1944, Deutsch Arsen und Spitzenhäubchen, das ist so, dass der Film noch ein bisschen länger braucht, bis er ins deutsche Kino kommt, nämlich bis 1957. Und hier rechts sehen Sie ein Plakat zu Howard Hawks Bringing Up Baby, ursprünglich aus dem Jahr 1938. Und der Film startet dann fast 30 Jahre später erst in Deutschland, nämlich 1966. Und diesen Film werden wir dann im Juni im Rahmen der Synchron-Specials auch besprechen. Auch kein Einzelfall ist Citizen Kane, was den Umgang mit der Filmmusik angeht, dass also die komplette Filmmusik ausgetauscht wird. Das haben Sie vielleicht auch schon im Programm gelesen. Auch da gibt es weitere prekäre Fälle in der Filmsynchrongeschichte. Auch diese Filme und auch die Filmkomponisten sind davon betroffen. Also man denke an John Ford, Stagecoach aus dem Jahr 1939, der dann in einer Neusynchronbearbeitung 1963 ohne die Filmmusik von Gerard Carbonara läuft, die dann da nicht mehr zu hören ist, sondern eben komplett ersetzt wird unter dem deutschen Titel Höllenfahrt nach Santa Fe. Es gibt noch einen zweiten deutschen Titel, Ringo. Auch davon betroffen ist The Big Sleep, also Howard Hawks Film aus dem Jahr 1946. Auch der läuft in Deutschland ohne die Musik von Max Steiner in der deutschen Synchronfassung Tote schlafen fest 1967. Und Marcel Carnets Film Le Jour se lève aus dem Jahr 1939, Deutsch Der Tag bricht an, verzichtet auch komplett auf die Filmmusik von Maurice Jobert im Jahr 1970. Es geht sogar so weit in der Filmsynchrongeschichte, dass es dann Fälle gibt, dass man eben nicht nur die Musik komplett austauscht, sondern dass man immer auf dieselbe Stockmusik, auf dieselbe Archivmusik zurückgreift und dass es Filmklassiker gibt, in denen auf einmal, obwohl es vollkommen verschiedene Werke sind, dieselben Musiken erklingen. Also man verzichtet nicht nur auf die originale Musik in der Synchronfassung, sondern man verwendet auch noch für verschiedene Filme dieselbe Musik aus dem Archiv.
Auch dazu zwei Beispiele. Also bei diesem Film erklingt als Ersatz sogar dieselbe Musik, Stock Music aus dem Archiv, in Ersetzung der Originalmusik, nämlich einmal Michael Curtis, hier links das Plakat zu Angels with Dirty Faces aus dem Jahr 1938 ursprünglich und die deutsche Fassung 1965 unter dem Titel Chicago, die ersetzt eben komplett die Musik Max Steiners und greift auf eine Archivmusik zurück und dieselbe Musik, dieselbe Archivmusik erklingt auch in Die Spur des Falken in der deutschen Fassung von 1964 für John Hustons Film The Maltese Falcon, ursprünglich aus dem Jahr 1941, statt der Originalmusik von Adolf Deutsch. Sie sehen also, das sind große Namen, die betroffen sind, nicht nur was die Filme angeht, die Regisseure angeht, sondern eben auch die Filmkomponisten angeht. Und wie es dazu kommt und wie sich Citizen Kane hier ganz besonders einreiht, dazu möchte ich Ihnen in der Folge ein bisschen was erzählen. Wie immer habe ich Ihnen nicht nur Text mitgebracht, sondern wir werden uns auch Filmclips anschauen und insbesondere anhören. Das heißt, Sie müssen mir jetzt nicht nur zuhören, sondern es gibt auch die direkte Gegenüberstellung am Rand, anhand des Materials. Der Grund für diese schwerwiegenden Eingriffe auf der Tonspur ist kein künstlerischer erst einmal, sondern ein technischer und er liegt im zeitlichen Abstand zwischen eben dem Entstehen der Originalfassung und dem Entstehen der deutschen Synchronfassung. Der technische Hintergrund ist eigentlich schnell erklärt. Filme werden generell für die internationale Auslandsverwertung so produziert, dass man zur Nachsynchronisation in Auslandsmärkten eine eigene Tonspur herstellt. Und diese eigene Tonspur, die hat eine spezielle Bezeichnung, das ist das sogenannte International Tape oder kurz IT. Eine andere Bezeichnung ist Music and Effects Track. Und der Name IT, International Tape oder Music and Effects Track, lassen es auch schon vermuten. Das ist eine spezielle Tonspur, die kreiert wird für die Nachsynchronisation, für die jeweiligen Zielmärkte und die verzichtet auf die Dialoge. Das heißt, da ist alles enthalten, da sind die Geräuscheffekte drin, da ist also die Filmmusik enthalten, da ist die Atmo enthalten, alles außer die Dialoge, damit man eben für die Nachsynchronisation die Dialoge für die jeweiligen Zielsprachfassungen dann drauflegen kann, einmischen kann. Wie kann man sich das grafisch vorstellen? Ich habe Ihnen einfach mal so eine Darstellung mitgebracht eines Schnittprogramms. Das sah jetzt natürlich bei Citizen Kane noch nicht so aus. Das wäre jetzt ein digitaler Schnittplatz mit mehreren Tonspuren und Sie haben sozusagen einzelne Tonspuren, die Sie dann ersetzen können, mehrere Tonspuren und die werden am Ende zusammengemischt. Bei Citizen Kane in den 40er Jahren oder auch bei der Bearbeitung noch für den deutschen Markt in den 60er Jahren war das kein digitales Schnittsystem mit mehreren Tonspuren, sondern waren das Magnettonbänder, mehrere Bänder oder mehrere Spuren auf einem Band, die dann zusammengemischt wurden. Dazu habe ich Ihnen nachher auch noch ein Bild mitgebracht. Also Sie können sich vorstellen sozusagen, Sie haben parallele Klangereignisse, die stattfinden auf verschiedenen Ebenen und hier wird sozusagen im Programm jetzt, wenn Sie sich das grafisch vorstellen möchten, ein Schallereignis in eine Wellenform umgesetzt und diese Wellenform, die signalisiert dann die Dynamik dieses Klangereignisses, wie laut, wie leise ist das. Und Sie können sozusagen einzelne Wellen austauschen, können einzelne Spuren herausnehmen und können neue hinzufügen und alles wird am Ende zu einem Ton zusammengemischt. Das ist sozusagen jetzt eine grafische Vorstellung. Bei Citizen Kane war es nun eben so, dass 20 Jahre nach dem Filmstart, 1941 wie gesagt, 1962 dann die Synchronbearbeitung, dass kein International Tape mehr vorhanden war. Das heißt, der Dialogbuchautor und Synchronregisseur Manfred R. Köhler, der hat dann aus dem Nichts angefangen, bei Null nochmal eine komplett neue Tonspur zu bauen. Also er hatte kein vorhandenes Material, wo er einfach die deutschen Dialoge hätte einsetzen können, technisch, sondern er hat eben bei Null angefangen und hat auch keine Rekonstruktion versucht, sondern er hat ganz frei und eigenwillig eine neue Tonspur kreiert, die eben vorhandene Stock-Music benutzt, die im Archiv lag, vorhandene Geräuscheffekte benutzt, die im Archiv lagen und eben damit eine ganz neue deutsche Tonspur gebaut, die eben nur bedingt Parallelen zum Original erkennen lässt. Ganz grundsätzlich haben wir es natürlich mit der Synchronisation mit einem Verfahren zu tun, dass wir da Studioton haben statt Setton. Also gerade bei Citizen Kane werden Sie das auch feststellen. Da wird sehr viel Setton in der Originaltonspur verwendet und bei der Synchronisation ist es generell immer Studioton. Sie haben also da ganz grundsätzlich auch schon eine andere Akustik. Auf der Ebene der sprachlichen Übersetzung bleibt die deutsche Fassung übrigens recht nah am Original.
wenn man das auf der Ebene der Übersetzung miteinander vergleicht. Also 1962, das spricht auch für den Zeitgeist, werden zum Beispiel viele englischsprachige Bezeichnungen und englischsprachige Namen und Titel übernommen in die deutsche Fassung. Das wäre so in den 40er Jahren oder auch in den 50er Jahren so noch nicht gemacht worden, wenn man sich die Filmsynchrongeschichte anschaut. Das geht schon los bei dem Filmtitel natürlich, also Citizen Kane bleibt Citizen Kane und wird nicht zum Beispiel zum Bürger Kane. Und Rosebud bleibt Rosebud und wird etwa nicht zur Rosenknospe. Und diese Nulltranslation, das wäre jetzt der Fachausdruck, einfach ausgedrückt, es wird derselbe Ausdruck verwendet wie im Original in der Übersetzung. Diese Nulltranslation, die hat natürlich gerade bei der Synchronisation einen großen Vorteil, denn sie ist immer lippensynchron. Also wenn Sie nochmal dasselbe drüber sprechen in der deutschen Fassung, dann liegt das natürlich perfekt drauf, wie man sagen könnte im Fachjargon. Wenn Sie jetzt Rosenknospe auf Rosebud sprechen, ist natürlich die Synchronität nicht so hoch gegeben. Aber trotz dieser Übersetzungsähnlichkeit und dieser Nähe zwischen Original und deutscher Fassung ist es so, dass wir es natürlich mit einer akustischen Neuschöpfung haben, die mit anderen Parametern arbeitet. Also einmal mit Studioton, dann mit Halleffekten, mit einer anderen Sprache auch. Es ist ein deutscher Sprecher, ein deutscher Schauspieler, der jetzt Rosebud sagt, um bei dem Beispiel zu bleiben, und damit auch eine andere markierte Aussprache und nicht zuletzt eine andere Stimme. Auch auf den Stimmentausch müssen wir natürlich achten. Ja, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, Rosebud, es wäre schön, wenn dann eigentlich damit schon alles geklärt wäre, wenn das stehen bleibt, aber tatsächlich klingt Rosebud im Original und Rosebud in der deutschen Fassung eben nicht gleich. Und hier geht es schon los mit den Unterschieden. Es ist tatsächlich so, und deshalb schauen wir uns diesen Clip auch gleich zu Beginn mal an, dass wir diese ersten Worte, die zugleich die letzten Worte von Charles Foster Kane sind, der Hauptfigur gespielt von Regisseur Orson Welles selbst, dass diese Worte schon große Unterschiede aufweisen in den beiden Fassungen. Wir hören sie in den ersten Minuten des Films. Wir hören uns jetzt zunächst das englische Original an und danach die deutsche Synchronfassung, in der Hans Nielsen für Orson Welles spielt. Und achten Sie einmal auf den Klang dieser Worte. Ja, bis hierhin. Also Rosebud. Wie Sie gehört haben, wird aus einem gehauchten, mit Hall verfremdeten Ausspruch in der deutschen Fassung ein einfach nur gesprochenes, direkt gesprochenes Wort. Ferner ist die gesamte Szene mit einer völlig anderen Filmmusik unterlegt, während im Original das Zerspringen der Schneekugel mit einem Paukenschlag zusammenfällt, wird in der deutschen Fassung ein neuer Soundeffekt zu anderer Musik eingefügt, worauf ich im Nachgang noch ausführlicher eingehen werde. Doch warum ist das so wichtig? Weil schon dieses kleine Detail in einem der berühmtesten Aussprüche der Filmgeschichte bereits andeutet, mit welch extremer Sorgsamkeit Orson Welles die Durchgestaltung der Tonspur seines Films vorantrieb, und zwar im Original. Und weil diese durchgestaltete Originaltonspur in der Synchronisation durch etwas ersetzt wird, das nur sehr bedingt Ähnlichkeiten mit dem Original aufweist. Doch der Reihe nach. Robert L. Carringer erinnert in seinem 1985 erschienenen Buch The Making of Citizen Kane daran, wie aufwendig die Nachbearbeitung des Films in der Post-Production mit Special Effects ausfiel. Nicht nur auf der Bild-, sondern auch auf der Tonebene. Orson Welles kam vom Radio und parallel zu seinen ersten Bühnenauftritten als junger Schauspieler in Shakespeare-Stücken am Broadway war er auch in diversen Radioproduktionen zu hören, so etwa in der Reihe March of Time. Seine steigende Popularität und sein Wunderkind-Image erwuchsen also sowohl seinen Bühnen- wie auch seinen Radioauftritten. 1937 trat Welles in Archibald MacLeishs Hörspiel The Fall of the City auf, das ihm bis dato ungekannte Aufmerksamkeit einbrachte. Auch in einer Radiofassung von Victor Hugos Les Miserables trat Welles auf. Und für Mercury Productions, die der junge Welles mit nur 21 Jahren gründete, wirkt er unter anderem mit in Dracula, Treasure Island, The Count of Monte Cristo und A Tale of Two Cities. Selbst parallel zu seinen Dreharbeiten an Citizen Kane spielte Welles noch in einer wöchentlichen Radioshow für Mercury Productions, die seinen Film für RKO produzierten. Seinen größten Radioerfolg, und das wissen sicherlich viele von Ihnen, verdankt Welles natürlich dem sehr bekannten Science-Fiction-Hörspiel War of the Worlds nach H.G. Wells, das als fiktive aktuelle Reportage gebracht wurde und das die Invasion durch Außerirdische beschreibt.
Dieser Fall wurde mediengeschichtlich so populär, dass er sogar in einer Kolumne der Wochenzeitung Die Zeit im Jahr 2015 besprochen wurde. In der Kolumne Stimmt's des Wissenschaftsjournalisten Christoph Drösser, der in der Ausgabe 10 2015 die Frage von Leser Walter Stahl aus Berlin danach, ob das Hörspiel Krieg der Welten von Orson Welles am 30. Oktober 1938 in den USA tatsächlich eine Massenpanik auslöste, wie folgt beantwortet hat. Zitat: Viele Hörer riefen beim Sender CBS oder bei ihrer Lokalzeitung an, um sich zu erkundigen, ob sie da gerade richtig gehört hätten. Zwar streute CBS in der 60-minütigen Sendung viermal den Hinweis ein, dass es sich um eine fiktive Geschichte handle, aber es gab natürlich Hörer, die von einem anderen Sender herüberwechselten und die Ansage nicht gehört hatten. Ich springe jetzt ein bisschen im Text. Zum Massenphänomen wurde der Aufruhr erst in den Tagen danach, und zwar ausgerechnet in der gedruckten Presse. Die beäugte das neue Medium Hörfunk mit Argwohn und fürchtete um ihre Werbekunden. Die angebliche Panik war ein wunderbarer Anlass, den Radioleuten Verantwortungslosigkeit und Irreführung der Massen vorwerfen zu können. Terror per Radio war ein Kommentar der New York Times überschrieben. Die Einschaltquote des Hörspiels betrug 2%, denn bei der Konkurrenz lief eine beliebte Show. Soweit Christoph Drösser in der Zeit. Robert L. Carringer weist darauf hin, dass dieser Hörspielhintergrund von Orson Welles bei Citizen Kane eben einen ganz maßgeblichen Einfluss auf die Schauspielerbesetzung gehabt hat. Also es gibt markante Stimmtypen und auch exzessiv gebrauchte Soundeffekte im Film. So unterlegt Welles nicht nur seinen berühmten letzten Ausspruch Rosebud, den wir eben gehört haben, sondern etwa auch die Szenen in der Thatcher Library oder im großen Saal in Xanadu mit speziellen Hall-Effekten. Das war für die Entstehungszeit in dieser Kunstfertigkeit und eben in Radioqualität extrem aufwendig und außergewöhnlich in der filmischen Ästhetik. Die Stimmen in Welles' Film reden auch nicht immer abwechselnd, sondern durcheinander. Es gibt einen akustischen Vordergrund und einen akustischen Hintergrund. Und es ist tatsächlich auch so, dass nicht alle Stimmen immer verständlich sind im Original. Das heißt, Stimme wird auch als Geräusch gebraucht, als Effekt gebraucht und eingesetzt. Wie eng die Verbindung und die Vermarktung von Orson Welles mit dem Radio war und die Bekanntheit seiner Stimme war für das Publikum 1941, das offenbart auch der historische Kinotrailer zum Filmstart von Citizen Kane, denn hier wird der Regisseur und Schauspieler eben als Radioschauspieler und als Stimme eingeführt. Das heißt, wir schauen jetzt mal rein in den Beginn des Kino-Erstaufführungstrailers von Citizen Kane. Ja, soweit Charles Foster Kane. Also Sie sehen, da werden unbekannte, für das Zielpublikum erstmal nicht vertraute, neue Schauspieler als Stimme eingeführt, die eben jetzt vermeintlich hier das erste Mal in die Kamera schauen, das erste Mal blicken. Können wir vielleicht die Smartphones leise schalten? Das wäre sehr nett im Interesse aller. Danke. Zur Tonaufnahme und Tonmischung in Citizen Kane. Auch dazu einige kurze Notizen, die auch eben nur gedacht sind als Anregung für die weitere Sichtung. Citizen Kane wurde ja hauptsächlich, wie ich schon gesagt habe, mit Setton gedreht und dieser Setton wird dann auch in der finalen Tonmischung verwendet. Das heißt, es wird wenig im Original nachsynchronisiert, im Original gedubbt. Dadurch erhalten die Dialoge durch den Sound eine sehr hohe Direktheit. Und das verdient insofern eine ganz besondere Erwähnung, nicht nur, weil man ab den 1930er Jahren im Hollywood-Studiosystem dazu übergegangen ist, bereits im Original für unbrauchbar befundenen Setton massiv nachzusynchronisieren, sondern auch deshalb, weil Orson Welles ein Jahr später ab seinem zweiten Film, nämlich The Magnificent Ambersons 1942, selbst die Synchronisation als künstlerisches Stilmittel einsetzte. In The Magnificent Ambersons spricht Welles als Autor und Regisseur des Films auch den Abspann höchst selbst im Stile einer Hörspielansage, also auch hier wieder seine Abkunft vom Radio. Und ich habe Ihnen hier einmal das Ende von The Magnificent Ambersons mitgebracht. Der deutsche Titel ist Der Glanz des Hauses Amberson. Und wir schauen einmal kurz in diesen Abspann rein und da dürfte Ihnen das Mikrofon stellvertretend für Orson Welles, wie wir es gerade im Trailer zu Citizen Kane gesehen haben, vertraut vorkommen.
Ja, also soweit ein ungewöhnlicher Abspann, denn er verzichtet eben auf Texteinblendungen und steht in dieser Tradition eines Hörspielabspanns und arbeitet hier nochmal mit der Stimmbekanntheit und der Regisseur spricht den Abspann ein. Der bei der Aufnahme eingefangene Setton von Citizen Kane, der wurde anschließend aufwendig nachbearbeitet. Diesen Setton hatte auch ein Mann mit Radioerfahrung gemischt, nämlich Bailey Fessler. Und diese Nachbearbeitung, die überwachte James G. Stewart, das war der Leiter der RKO Unit für Post-Production Sound damals. Und Stewart war von 1931 bis 1945 bei RKO und überwachte in dieser Zeit die Nachbearbeitung aller RKO-Tonfilme. Während dieser Epoche, während Stewarts Zeit bei RKO, erhielt das Studio auch 9 Oscar-Nominierungen für den besten Ton. Und diese Produktionen, die da nominiert waren, waren alle unter Stewarts Aufsicht entstanden. Stewart entwickelte auch eine eigene Soundkonsole zur Mischung, die neue Standards setzen sollte. Und dazu habe ich Ihnen eine historische Fotografie mitgebracht. Das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1937. Und Sie sehen hier links James G. Stewart eben an seiner selbst entwickelten Konsole sitzen, rechts nebendran Terry Callum. Und diese Soundkonsole, die wurde eben eigens für die Tonnachbearbeitung bei RKO entwickelt. Das habe ich Ihnen mitgebracht, auch noch als Fundstück sozusagen, dass Sie die historische Dimension der Tonmischung sehen, im Gegensatz zu dem, was wir heute mit digitalen Interfaces haben, was Sie gewohnt sind. Ja, und zu dieser Arbeit, zu dieser aufwendigen Tonnachbearbeitung fasst Carringer zusammen in seinem Making-of-Buch zu Citizen Kane, ich zitiere: "Wells bypassed the usual procedure of drawing effects from RKO's stock library or of having the RKO sound engineers create them and brought in his own sound specialist from radio to do some of the more unusual effects. These were duly recorded and kept separately in the sound library. They are now lost, but they surely would have included such things as the typewriter heard in the extreme close-up when Kane is finishing the opera review, and the musical accompaniment to the light bulb that dims to signal the faltering of Susan's singing career." Zitat Ende. Wie weit die Tondurchgestaltung in Citizen Kane bis ins Detail erfolgt ist, das demonstriert das Verhallen des Sounds in vielen Szenen, und zwar das Verhallen des Sounds in Bezug zur Kameraaktion. In einer Einstellung entfernt sich die Kamera von Susan und der Ton, der folgt der Kamera scheinbar, er bringt auch eine größere Distanz zum Ausdruck, und das nicht nur durch einfache Minderung der Lautstärke, sondern durch eine Änderung des Halls. Das heißt, auch im Tonschnitt machen sich Wells Radioabkünfte hier bemerkbar. Er benutzt Sounds, um Szenen miteinander zu verbinden, aber auch um das Ende einer Einstellung zu betonen, etwa das Geräusch einer zugeschlagenen Tür. Und er nutzt für den Schnitt auch Kreuzblenden. Also das können Sie sich so vorstellen, grafisch nochmal, dass zwei Klangereignisse sich sozusagen überlappen. Eine Kreuzblende, um zwei Szenen miteinander mittels der Tonebene im Dialog zu verbinden. Das heißt, ein Ereignis wird schwächer und gleichzeitig tritt das nächste Ereignis schon auf. Und in dieser Kreuzblende geht das ineinander über. Während das eine leiser wird, wird das andere lauter. Also, während das eine Signal schwächer wird, tritt ein zweites stärker werdendes Signal hinzu, und diese Kreuzblende als klassisches Hörspielstilmittel, das findet sich im Film zum Beispiel, wenn von einer privaten Gesangsnummer zu einer Rede Jedediah Leelands und dann zu einem Auftritt Charles Foster Kanes geschnitten wird. Das wollen wir uns auch nochmal im Material anschauen. Also wie Wells hier auf der Tonebene 3 Szenen miteinander verkettet, eben einmal die erste Szene durch den Gesang zusammenhält, dann mittels Applausgeräusch und Figurenrede jeweils zur nächsten Szene weiterkommt und hier die Tonebenen miteinander verklammert in einer sehr aufwendigen Soundmontage. Ja, soweit. Die besondere Ironie im Falle von Citizen Kane liegt jetzt nun darin, dass ausgerechnet die ehrwürdige Filmmusik von Bernard Herrmann komplett ersetzt wurde in der deutschen Fassung, denn Bernard Herrmann schrieb auch die Musiken zu Orson Welles Hörspielen. Bernard Herrmanns Filmmusik zu Citizen Kane wurde für die deutsche Fassung beim Aufbauen der Tonspur eben ersetzt. Wie gesagt, Köhler begann da bei Null, startete nochmal aus dem Nichts, was den Fall gerade historisch sowie didaktisch für uns sehr aufschlussreich macht. Die aufwendige und vielschichtige Leitmotivarbeit des Originals geht in der deutschen Fassung vollkommen verloren. Ja, es stellen sich mitunter sogar gegenteilig gelagerte Effekte ein durch die neue Musik, die man hier
anwendet. Das wollen wir uns auch am Material nochmal vergegenwärtigen. Am offenkundigsten zeigt sich dies womöglich anhand der fiktiven Wochenschau News on the March, respektive das Ereignis des Monats. Wochenschauen waren ja in den 1940er Jahren fester Bestandteil des Vorprogramms im Kino, neben der Filmvorschau und der Filmwerbung. Sie informierten in kurzweiliger Art und Weise, heute würde man neudeutsch vermutlich von Infotainment sprechen, sie informierten auf kurzweilige Art und Weise über aktuelle Geschehnisse des öffentlichen Lebens, etwa aus den Bereichen Politik, Sport und Kultur. Wir sehen nun also einen Ausschnitt aus der fiktiven Wochenschau aus den ersten Filmminuten in Citizen Kane. Der deutsche Wochenschausprecher ist übrigens der langjährige Chefsprecher des Bayerischen Rundfunks, das ist Hans Müller-Trenk, den Sie da gleich hören werden. Erst News on the March, ein Ausschnitt der Wochenschau aus der Originalfassung und dann das Ereignis des Monats. Soweit. Das heißt, Sie haben jetzt zwei Clips in der direkten Abfolge gesehen, hinsichtlich ganz unterschiedlicher Musikgestaltung zu Beginn dieser fiktiven Wochenschau. News on the March, beziehungsweise das Ereignis des Monats. Wenn man das kurz zusammenfassen möchte, könnte man Folgendes festhalten. Also sowohl in der Originalfassung als auch in der deutschen Synchronfassung beginnt das Newsreel mit einer fanfarenartigen Musik. Diese fanfarenartige Nummer zu Beginn, freilich nicht dieselbe, dieser folgt dann im Original ein von Bernard Herrmann gezielt zum Bild komponierter Score mit einem durchlaufenden, dumpfen Marschrhythmus, auf denen die Found-Footage-Bilder der exotischen Tiere exakt geschnitten sind. So unterstreicht die Musik hier etwa die Bewegung der Tiere, zum Beispiel die Giraffenhälse. Die Musik unterstützt auch den Rhythmus des Bildschnitts, so etwa Wischblenden, die eine Aufnahme scheinbar wegschieben und die nächste erkennen lassen. Der Duktus des Sprechers ist sehr pathetisch, heroisch. Wenn die Zeitungsseiten das Leben Charles Foster Kanes ausstellen, dann schwillt das Orchester abwechselnd an und ab, wodurch sich eine sehr ambivalente Dynamik ergibt. Also das haben wir zum Ende des ersten Clips gehört. In der deutschen Fassung nun folgt auf die fanfarenartige Eröffnung ein helles, hohes Streicherspiel, das viel klarer und weniger ambivalent gezeichnet ist, vor allem aber auch jene Düsterkeit vermissen lässt und ohne erkennbaren Bezug zu den untermalten Bildern als Dauerschleife wiederkehrt. Vielleicht ist Ihnen das auch schon aufgefallen, es gibt so eine Loop-Technik, dass also bestimmte Sequenzen wiederholt werden, wiederkehren. Zu den Bildern der Beerdigung Kanes wird die Musik auf einmal leise und geradezu feierlich und bei den Zeitungsschlagzeilen bleibt sie gleichförmig leise. Auch das musikalische Thema bleibt hier gleich. Dadurch verliert die Darstellung Charles Foster Kanes innerhalb der fiktiven Wochenschau in der Synchronisation viel von ihrer Unheimlichkeit und auch Unbestimmtheit. Sie scheint stellenweise unbedarft, leichtselig vor sich hin zu plätschern. Außerdem fällt in dieser Sequenz freilich auf, dass die Textinserts und Einblendungen in der deutschen Fassung vorgelesen werden. Also im Original bleiben sie stumm und die ersten Zeilen des Gedichts über den mongolischen Herrscher Kublai Khan von Samuel Taylor Coleridge, die werden gar nicht übersetzt. Andernorts fasst der deutsche Wochenschausprecher dann die englischen Inserts zusammen oder liest sie vor. In der deutschen Fassung erklingt aber nicht nur andere Musik als in der Originalfassung, sondern sie tut dies auch an solchen Stellen des Films, die im Original stumm sind. Das heißt, sie hören auf einmal Musik, wo im Original keine zu hören ist. Darauf hat auch Marc-Guido Prüß in seiner Schrift die Rhetorik der Filmsynchronisation, wie ausländische Spielfilme in Deutschland zensiert, verändert und gesehen werden, 1997 hingewiesen und daraus möchte ich kurz zitieren. Wenn Kane als neuer Eigentümer zum ersten Mal die verschlafenen Redaktionsräume des Enquirer betritt, ist kein Laut zu hören. Niemand telefoniert, redet, raschelt oder spitzt seinen Bleistift. Erst das zarte Läuten des Chefredakteurs mit einer Glocke bricht das Schweigen. In der deutschen Fassung dudelt die neue Musik dagegen von der Anfahrt Kanes bis weit in die Redaktionsräume herein. Der Satire auf die klosterähnlichen Zustände der Redaktion wird die Spitze genommen, befindet eben Marc-Guido Prüß. Das heißt, wir schauen uns natürlich auch diesen letzten Ausschnitt noch vorab an, diese Sequenz in der direkten Gegenüberstellung. Besonders ironisch erscheint eben die Umsetzung der Synchronisation hier auch, da im Hintergrund an der Wand der Redaktionsstube des Enquirers das Schild Silence, also Ruhe, zu lesen ist. Und das bleibt natürlich auch in der deutschen Bildfassung so vorhanden, die direkte Gegenüberstellung der von Prüß beschriebenen Passage, erst im Original.
soweit also dieser unterschiedliche Musikeinsatz bei der Übernahme des Enquirers. Und natürlich möchte ich Ihnen auch heute nochmal zu dieser besonderen Synchronfassung die Beteiligten vorstellen und damit auch den Bogen zum Abschluss spannen. Zu Beginn zurück zum Videogruß aus Berlin, nämlich die Besetzung der Synchronfassung des heutigen Abends vorstellen. Wir haben es, das sei vorweg gesagt, mit einer für die Entstehungszeit wirklich erstklassigen Besetzung zu tun. Schauspieler, die im Theater, im Film, im Fernsehen präsent waren 1962 und die dann eben auch Synchronarbeiten gemacht haben. Das Drehbuch, wie gesagt, und die Synchronregie hat Manfred R. Köhler übernommen und die Synchronbesetzung möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Also einmal den bereits erwähnten Hans Nielsen, der für Orson Welles als Charles Foster Kane spielt. Elisabeth Reed spricht Ruth Warwick als Emily Norton Kane, also Kanes erster Frau. Dina Hinz wird zu hören sein für Dorothy Comingore, Susan Alexander Kane, also Kanes geliebte und spätere zweite Frau. Peter Pasetti spricht Joseph Cotton, also den Jedediah Leland, der Reporter des Enquirers, wir haben ihn gerade gesehen. Erik Jelde für Harry Sullivan als Kanes Vater, Klaus Willi Krause für George Coulery als Walter Parks Thatcher, Ernst Constantin für Ray Collins als James W. Gattis, Thomas Reiner für Paul Stewart als Raymond, Erich Ebert für William Alland als Jerry Thompson, Werner Liefen wird zu hören sein für Fortunio Bonanova als Mattist und Mattist, Norbert Castell für Gus Schilling als Oberkellner John, dazu gleich noch ein Wort. Helmo Kindermann für Philipp von Sand als Ralston, Leo Badischewski für Greg Toland, der Interviewer und schließlich der bereits erwähnte Hans Müller-Trenk, der langjährige Chefsprecher des Bayerischen Rundfunks als Wochenschausprecher. Das waren jetzt viele, viele Namen. Natürlich sollen da auch Gesichter dazukommen und ich bin mir sicher, den einen oder die andere kennen Sie auch. Also hier oben links in der Ecke natürlich Hans Nielsen, der wie gesagt für Orson Welles spricht. Ich habe jetzt nur ganz selektiv einzelne andere Synchronrollen rausgepickt, die Sie vielleicht auch aus der Filmsynchrongeschichte kennen könnten. Also Hans Nielsen haben Sie vielleicht auch schon gehört in Wilde Erdbeeren für Viktor Sjöström. Oder Elisabeth Reed hier oben in der Mitte in der ersten Reihe. Sie spricht eben für Ruth Warwick. Und sie ist eben auch zu hören, immer wieder zu hören gewesen für Alida Valli, zum Beispiel auch in Der dritte Mann. Dina Hinz hier oben rechts in der ersten Reihe für Dorothy Comingore. Sie ist vielen von Ihnen vielleicht als deutsche Stimme von Elizabeth Taylor in diversen Filmen im Ohr. Unter anderem spricht sie für Taylor in Hotel International, also The VIPs. Peter Pasetti hier unten links zu sehen, der für Joseph Cotton spricht. Der spricht interessanterweise in anderen Synchronfassungen auch für Orson Welles, unter anderem für Orson Welles, deutsche Stimme Orson Welles in Die Lady von Shanghai und auch in Die schwarze Rose. Ja, und dann haben wir hier unten in der Mitte noch Klaus W. Krause für George Coulery. Der ist bekannt als deutsche Stimme von Jean Gabin in zahlreichen Produktionen, zum Beispiel Maigret oder Der Clan der Sizilianer. Und last but not least in einer kleinen Nebenrolle für Gus Schilling, eben als Oberkellner John, ist Norbert Gastel zu hören, hier unten rechts zu sehen. Und Norbert Gastel, 1929 geboren, 2015 gestorben, ist sicherlich zumindest den jüngeren Zuschauern unter Ihnen besser bekannt als die deutsche Stimme von Homer Simpson. Er hat 24 Jahre lang von Beginn der Ausstrahlung der Cartoon-Serie in Deutschland bis zu seinem Tod eben im November 2015 Homer seine Stimme geliehen und hier in einer kleinen Rolle als Kellner dann für Gus Schilling als Oberkellner John zu hören. Damit will ich es erstmal bewenden lassen mit meinen Vorbemerkungen. Wir machen jetzt eine ganz kurze Umbaupause nochmal für den Nacheinlass. Sie haben also die Gelegenheit, sich nochmal zu erfrischen und werden dann zügig mit dem Filmstart beginnen. Die ganzen technischen Pannen waren nicht geplant. Danke für Ihre Geduld und danke für Ihr Verständnis. Trotzdem ein Dank an die Technik natürlich, an Michael Besser und Christian Appelt. Und ich wünsche uns weiterhin auch eine gute Projektion und Ihnen jetzt vor allem einen anregenden Kinoabend und danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus